Und es geht weiter mit Let's Play Dead Space 3. Wir sind gerade mitten in den Kampf, wo wir den letzten Part gestoppt haben. Und das sind wieder diese Gegner, die sich die ganze Zeit nur am Verstecken sind. Und dann kommen und dich runterschmeißen. Das nervt wirklich. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch andere von diesen Gegnern versteckt sind. Aber ich schätze schon, ja, da ist schon mal einer. Komm raus, los. Aber den habe ich schon mal getroffen jetzt. Alter, verpiss dich! Und du schmeißt mich nicht nochmal runter, hast du verstanden? Gut, den habe ich schon mal gekillt jetzt. Oh, fuck, jetzt kommen aber sehr viele raus. Habe ich das Gefühl. Ich werde mich mal so weit heilen, wie ich kann. Aber es ist nicht sicher, dass ich das jetzt überlebe, denn sie greifen jetzt schon ziemlich, also, sie sind ziemlich viele, die mich gerade am Angreifen sind. Da erhoffe ich mir jetzt nicht gerade die größten Chancen, das hier zu überleben. Und ich habe auch keinen Grund, mir diese Chance zu erhoffen, da ich jetzt ohnehin keine Muni mehr habe und wahrscheinlich gleich tot sein werde. Alter, du scheiß Hurensohn. Mann, das gibt's ja gar nicht. Diese Gegner sacken ja etwas. Ich kann es nicht fassen. Was sind das für nervige Gegner, Alter? Die machen mich richtig nervös und ich muss auch nachladen jetzt. Ich werde versuchen jetzt ein wenig abzuhauen von diesen und mit schnellen Reaktionen auf sie reagieren zu können. Oh! Ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp, aber es hat geklappt. Dieser Bereich gerade ist ziemlich schwer, muss ich sagen. Die Gegner halten zwar nicht sehr viel Schaden aus, aber sie sind ziemlich schnell und sie können mich sehr schnell auf den Boden runterwerfen. Und das kann eben fatal sein, wenn es zu oft geschieht. Das bedeutet dann, ich kann mich nicht mehr bewegen. Dann haben sie mich eben. Jetzt, seht ihr, sie schmeißen mich runter. Und dann kill ich sie zum Glück. Okay, jetzt habe ich wieder was wollte ich sagen? Leben. Genau. Gut, was können wir denn da machen? Wieder mal ein Minispiel. Das ist, glaube ich, das, wo wir diese Teile da verschieben müssen. Gut. Da muss ich mich halt jetzt etwas konzentrieren, um das zu überstehen. Super. Die nächsten sind da. Und dann muss ich noch ganz rauf. Oh, mit dem muss ich ganz runter. Schnell, 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 schnell. Gut, super. Wir haben es geschafft, oder? Nee, noch nicht ganz. So. Und dann noch einmal. Moment. What the fuck? Scheiße, ich hab's nicht geschafft. So knapp. Fuck, nochmal von vorne. Ich hoffe, dieses Mal schaffe ich es. Gut, einmal. Dann muss ich jetzt ganz runter. Okay, ich bewege besser immer nur eines auf einmal, denn ich habe gesehen, es erkennt nicht richtig gut, wenn ich beide gleichzeitig zu bewegen versuche. Okay, mit denen kann ich dann schnell rüber. Dann muss ich mit diesen hier ganz rüber und mit denen auf die andere Seite ganz rüber. Und darauf, mit denen hier rauf und so habe ich es geschafft. System freigeschaltet. Was erhalten wir jetzt Schönes? Ich habe von nichts gesehen, aber jetzt als erstes, ich glaube, ich muss jetzt da rein, oder? Ja, genau. Aber als erstes schauen wir mal, ob wir Muni und solche Sachen hier finden, denn ich denke, hier sind schon einige Kisten, oder? Ja, da ist noch eine. Oder war das jetzt alles, oder wie? Ne, da ist noch eine. Super. Das heißt, wir können jetzt weiterlaufen. Und wo müssen wir genau... Ja, wieder darüber. Hatte ich schon wieder vergessen, ey. Gut, dann lasst uns schauen, wo wir jetzt hingelangen. Ah, da haben wir einen Textlog, oder? Oder worum handelt es? Ich nehme nur Munition, leider. Wäre schon cool gewesen, wieder einen Textlog zu finden. Ah, da haben wir auch etwas Munition. Gut, wo sind wir denn jetzt? Da drüben haben wir schon mal zwei Kisten, die hole ich mir natürlich sofort rüber. Denn ich kann ziemlich alles gebrauchen, egal ob Rohstoffe, Medipacks oder Munition. Alter, wieso nimmst du sie nicht? Gut.
Worum handelt es sich hierbei? Ah, um einen Schrank, wo geht ziemlich weit nach unten hier, oder? Ja, wir sind ziemlich hoch gerade. Dann gehen wir mal diese Leiter da runter. Ziemlich hoch die Leiter. Gehen wir jetzt ganz runter oder was? Wo, da sind Feinde, oder? Ne, hier mal nicht, aber wahrscheinlich befinden sie sich hier. Da haben wir jede Menge. Wow, jede Menge Muni, Medipacks. Alter, was geht ab? What the fuck? Habt ihr gesehen, was da als Medipacks waren da? Muni, Alter. Wir haben jetzt drei mittelgroße. Oder warte mal. Drei mittelgroße Medipacks haben wir jetzt. Geil. Und Muni haben wir natürlich auch jede Menge jetzt mitgenommen. Was haben wir da noch Schönes? Eine Sonderspitze, die wir dann in der Bank wahrscheinlich dann zusammenstellen müssen am Ende. Und jetzt fehlt uns noch ein Stück. Ich weiß nicht, wo wir das jetzt finden können. Hier anscheinend nicht. Unser Pfeil sagt, wir müssen weiter nach unten gehen, oder wie? Aber Moment mal. Wie sollen wir da weiter runterkommen? Warte jetzt mal. Gehen wir daher, dann können wir genau sehen, wo wir jetzt hin müssen. Die Leiter hoch wieder, oder was? Wenn ich hier nicht das dritte Teil finde, glaube ich wirklich, dass ich jetzt wieder hochgehen muss. Okay. Mal gucken, ob wir oben das dritte Teil jetzt finden können. Ja, was, muss ich jetzt trotzdem wieder runtergehen, oder was? Ich dachte, der Pfeil zeigt an, dass wir hoch müssen. Aber jetzt schaue ich mal, ob wir vielleicht hier das dritte Teil irgendwo finden können. Aber dem ist nicht so. Das bedeutet, wir müssen trotzdem wieder runtergehen. Und zu dort das dritte Teil suchen. Gut, da sind wir wieder. Dann geht's runter, die Leiter. Gut. Wo könnte das jetzt sich befinden? Also darunter können wir natürlich nicht. Also wir könnten da runterspringen, aber das geht ja nicht. Und hier finden wir es auch nicht, aber da habe ich ja überall schon geschaut. Deshalb frage ich mich jetzt gerade wirklich, wo sich das jetzt befinden könnte. Denn da können wir ja auch nicht weiterlaufen. Da können wir wirklich nichts machen. Hier haben wir auch nichts. Alter, wo könnte sich nur... Ne gut, ich mache jetzt einen Cut und ich zeige euch einfach, wo ich das dritte Teil dann finde. Und dann geht es nach dem Cut weiter. So, ich glaube, ich habe es jetzt gefunden. Ich habe jetzt dieses Zahnrad da entdeckt, wo ich Chinese ausführen kann. Und wir schauen jetzt mal, was passiert, wenn ich da Chinese ausführe. Vielleicht erscheint ja dann die dritte Platine oder so. Ah, dann kommt dieser Aufzug da hoch und wir können jetzt wahrscheinlich damit runterfahren. Alter, ich bin jetzt 20... Ne, okay. Ich bin jetzt 5 Räume zurückgerannt, habe überall nach dieser scheiß Platine gesucht und jetzt... sehe ich zufälligerweise beim Zurückkehren dieses Zahnrad und denke mir, ach du Scheiße, wieso bin ich nur zurückgerannt? Gut, dann haben wir jetzt, warte mal, das war ein Sonderrahmen. Jetzt haben wir aber alle drei Teile gefunden, oder? Alle Sonderrahmen eingesammelt und setze sie in der Bank ein. Gut, das heißt, wir können jetzt zurücklaufen zu der Bank und können weitermachen. Ich weiß gar nicht mehr, wo die letzte Bank war, deshalb muss ich jetzt wieder auf dem Weg weiter schauen, wo wir hinlaufen müssen. Ich glaube aber, wir müssen da von diesem Raum da raus gehen. Schauen wir mal, wo wir genau hin müssen. Ich glaube da raus, oder? Ja, genau. Da gibt es nur einen Weg, deshalb
Brauche ich mir gar nicht die Frage zu stellen. Gut. Oh, da sind wieder Gegner. Ein Endboss haben wir da. Okay. Aber ich muss jetzt mal die Waffe wechseln. Denn ich glaube, mit der anderen Waffe da kann ich nicht sehr viel anrichten. Komm, zeig deine Teile da. Wie ja deine Schwachstelle sind. Aber jetzt weiß ich auch, wieso diese ganze... wieso wir so viel Muni und so viel Medipacks gefunden haben. Aus dem Grund, da wir jetzt hier auf einen Bosskampf... ein Bosskampf auf uns wartet. Beziehungsweise ein Bossgegner. Kein Bosskampf. Wieso läuft ein Bosskampf auf uns warten? Sondern der Gegner, aber wie soll ich mich bitte bewegen, wenn du die ganze Zeit auf mir rumläufst? Wie soll ich da bitte etwas tun gegen dich? Was haben sich dabei die Entwickler nur gedacht? Alter, der greift schon ein bisschen hardcore an. Und ich schaff's irgendwie nicht, ihn anzugreifen. Aber jetzt habe ich ihn getroffen, super. Ich lade mal alles nach und jetzt kann ich ihn direkt in den Gesicht angreifen. Wow. Er hat wieder seine ganzen Tentakel zurückerlangt. Ach scheiße, ich muss nachladen. Hopp, beeil dich. Komm schon. Gut. Jetzt komm schon, triff diesen scheiß Tentakel endlich mal. Jetzt muss ich den abschießen, bis er abfällt. Oh, jetzt hat er sie wieder eingezogen. Komm schon. Ich weiß nicht, ob ich noch ziemlich... Nee, jetzt bin ich tot, scheiße. Ach, scheiße. Ich hoffe, ich habe jetzt noch... ja, zwei Medipacks habe ich noch. Dann probieren wir es einfach nochmal. Ja, ist ziemlich ein harter Gegner, muss ich sagen. Gut, jetzt hat schon mal ziemlich gut angefangen. Oh, sehr gut sogar. Aber das heißt jetzt noch gar nichts. Der Anfang war gut, aber wir müssen uns weiterhin sehr gut schlagen, damit wir diesen Bosskampf hier gewinnen können. Macht aber wirklich Laune, muss ich sagen. Wo? Ausweichen. Nochmal ausweichen. Ich finde es halt scheiße, dass hier überall diese Kisten da sind. Das schränkt die Bewegungsfreiheit schon sehr ein. Ist dann auch mit den Ausweichen und so ziemlich kompliziert, wenn es so gemacht ist. Aber irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Früher oder später. Gut, wir haben wieder alle Tentakel weggemacht. Jetzt können wir ihn, glaube ich, wieder frontal angreifen. Super, es hat geklappt. Dann raus mit deinen scheiß Tentakeln. Ich muss aber noch schnell nachladen. Warte mal, da habe ich etwas rotes Leuchten sehen auf dem Boden. Aber da sind nur diese... Leuchten da, was man nicht mitnehmen kann. Gut, ich habe jetzt komplett alle Tentakel abgenommen, oder? Ne, er hat noch einen, glaube ich. Ja, einen hat er noch. Und jetzt müsste er wieder im Gesicht direkt angreifbar sein. Genau. Nee, er hat wieder alle Tentakel rausgenommen. Das ist nicht so gut. Wir flüchten mal ein wenig. Gut. Jetzt probieren wir es direkt von da, ihm alles abzunehmen. Super. Den haben wir jetzt auch runter. Nee, er hat noch alle beide. Gut. Und einer fehlt noch. Ah, scheiße. So ein Volltreffer seinerseits. Gut. Komm raus, los. Gut. Er müsste fast tot sein, glaube ich, oder? Also er sieht nicht mehr ganz so fit aus. Ey, hau nicht ab, du Hurensohn. Was denkst du überhaupt, wer du bist? Was bist du für ein Spasti, ey? Ja, das stimmt. Wenn der Sensor funktioniert, haben wir die Position der Maschine. Wenn dieser Planet uns nicht vorher umbringt, wir finden ihn. Bin bald wieder hier. Jedes Mal, wenn ich den umbringen will, läuft dieser Spast weg. Hey, war von uns jemand im Waffenarsenal? Wo muss ich hin eigentlich?
da rein. Es ist noch geschlossen, aber ich glaube, das wird sich bald ändern. Lassen wir mal die anderen reden. Gut, dann öffnet mir die Tür bitte. Der Fortschritt wird gespeichert. Das bedeutet, wir beenden hier diesen Part nach diesem geilen Bosskampf, den wir im zweiten Versuch für uns entschieden haben. Wir sehen dann im nächsten Part, wie es weitergeht und ob wir vielleicht auf die große Spinne treffen und sie endlich killen können. Ciao.